Das ist meine Tochter Marie. Jetzt geht es Marie wieder richtig gut. Vor einiger Zeit hatte sie noch Probleme in der Schule mit Rechnen und Rechtschreibung. Ich habe natürlich sofort an Nachhilfeunterricht gedacht. Ja, und dann waren wir zur Vorsorge bei unserem Familienzahnarzt Dr. Bade. Und als Dr. Bade Marie nach ihrer Schule fragte und so davon erfuhr, hatte der eine ganz andere Idee. Dr. Bade ist Kiefergelenkspezialist und hat viele Patienten, bei denen oft sehr spät das Kiefergelenk als Ursache für unterschiedlichste Probleme in Betracht gezogen wird. Und was er uns dann erzählte? Also, Jonas, auch ein Patient von mir, litt ebenfalls unter Legasthenie. Durch ihn ist alles ins Rollen gekommen. Als ich erfuhr, dass ein Physiotherapeut eine für mich völlig unerwartete Ursache gefunden und erfolgreich behandelt hat, wollte ich es von Herrn Röttger ganz genau wissen. Er erzählte mir zunächst von weiteren Patienten mit ganz verschiedenen Beschwerden, die alle auf dieselbe Ursache zurückzuführen waren. Von einem 5-jährigen Mädchen, das nicht alleine die Treppe heruntergehen mochte. Von einem Studenten, den seine Migräneschübe immer wieder aus der Bahn warfen. Von einer schon älteren Frau, der oft schwindelig war und die über Geräusche im Ohr klagte. Von einem Herrn mit einem Beckenschiefstand, der ständig Rückenprobleme hatte. Die Gemeinsamkeit bei allen war ein Schiefstand des obersten Wirbels der Halswirbelsäule, des Atlaswirbels. Ja, das ist immer wieder erstaunlich, welche große Rolle der oberste und relativ kleine Wirbel der Halswirbelsäule spielt. Betrachtet man aber die Wirbelsäule gesamt und dass der Atlaswirbel den sehr schweren Kopf trägt, wird so manches deutlicher. Zu bedenken ist aber auch, dass alle Gelenksysteme zusammen aufeinander abgestimmt sind und darauf angewiesen sind, dass alles gut ausgerichtet funktioniert. Ein Architekt würde jetzt von aufwendiger Statik sprechen. Sie haben mich gefragt, wie sich das Problem mit dem Atlas lösen lässt. Im Ergebnis durch eine feine Massage mit einem speziellen Gerät. Zunächst muss ich aber feststellen, ob der Atlas tatsächlich in einer falschen Position steht. Mit einer Bildaufnahme mit Laser-Referenzlinie dokumentiere ich den Ist-Zustand. Meistens sehe ich schon jetzt, aber ein Abtasten verfeinert die Diagnose. Verkürzt dargestellt lockere ich zunächst mit einer Vibrationsmassage die Muskulatur auf und bewege dann den Atlas mit Hilfe mobilisierender Massageschwingungen in seine von der Natur gewollte Position. Anschließend wird eine Vergleichsaufnahme erstellt. Der Vorher-Nachher-Unterschied ist deutlich zu sehen. Oft am ganzen Körper, weil sich die Haltung verändert hat. Denn jede Schiefstellung in einem Bereich wirkt sich auf alle anderen Gelenkbereiche aus. Ja, Dr. Bade hatte den richtigen Riecher. Und Maries schulische Leistungen haben sich deutlich verbessert.